Aber... Sephiroth. Soldaten. Marco. Shinra. Sie alle. Ich hasse sie alle. Alles klar? Oh. Tifa. Hm? Einmal wieder so eine Art Rückblende. Ich würde uns gerade ganz gerne eigentlich noch alle voll heilen oder zumindest nahezu voll. Vorsichtshalber, das sollte reichen, hoffe ich. Was ist mit dem Timer? Der hat nichts zu melden. Diesmal zündet das Baby ferngesteuert. Dafür hat Jesse gesorgt. Wir bringen uns in Sicherheit und dann klick! Kawum! In Sicherheit? Wo immer das ist. Wir nehmen den Weg, den wir gekommen sind. Zurück zum Haupteingang. Das ist die nächste Frage. Oh je. Jetzt müssen wir wieder, das ganze Stück auch wieder zurück mit den Aufzügen. Oh Gott, das ist ja eine Katastrophe. Kommen wir hier nicht vielleicht auch durch? Nee, hier kommen wir auch nicht durch. Scheinbar nicht. Ich weiß tatsächlich gar nicht. Hey, Moment! Oh. Warte! Das Timing ist zu perfekt. Also werden wir wirklich beobachtet? Willkommen in unserem bescheidenen Heim, Ungeziefer. Euer Gastgeber ist niemand Geringeres als der Leiter der Sicherheitsbehörde und Generalmobilmacher, der große Heidegger. Der Anführer ihrer Armee. Fühlt euch geehrt. Eure perfiden Machenschaften werden nämlich gerade live in ganz Midgar übertragen. Was geht hier vor? Wir berichten live von Reaktor 5. Nach Analyse der Anschlagsdrohung vermutet der Shinra-Konzern, dass dieser Reaktor das Ziel sein wird. Die Täter wurden bereits lokalisiert. Man arbeitet fieberhaft an ihrer Festnahme und der Bombenentschärfung. Zu den betroffenen Gebieten. Live aus den Slums von Sektor 5. Als Reaktion auf die neueste Anschlagwarnung sind wir euch eigentlich völlig egal? Des Shinra-Konzerns eine sofortige Evakuierung angeordnet. Mach schon! Nach dem verheerenden Anschlag auf Reaktor 1 reagierte die Bevölkerung mit großem Hass auf die Täter und ihre Motive. Direktor Shinra verspricht, die Bürger vor allen Gefahren zu schützen und Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Also dann, die zu Recht aufgebrachten Bürger Midgars haben eine besonders unterhaltsame Vorstellung verdient. Mit einem spannenden Höhepunkt. Der Blechklotz! Unser neuester Geniestreich ein fulminantes Waffensystem. Der Airbuster wird ein Exempel an euch statuieren. Bericht des Wartungstrupps. Der Airbuster ist im Augenblick zu 60% bereit. Wir brauchen länger als erwartet. Wir sind auf Sendung. Befehl an das Sicherheitspersonal. Die Eindringlinge sind umgehend festzunehmen und zur Brücke zu führen. Nee, ihr macht auch nur einen Bock. Ja gut, was wollte ich eben nochmal sagen? Jetzt war ich mitten im... Mitten im Erzählen bin ich hier gerade eben komplett unterbrochen worden. Ich glaube, die Kämpfe sind immer noch zu laut, habe ich das Gefühl. Ach ja, genau, Tifa.
Ich weiß es nicht, wer das war, aber so wie sie reagiert hat, würde ich sagen, es war vielleicht ihr Vater oder ein anderer Verwandter von ihr. Schnauze halten! Eindringlinge sofort. Momentan läuft alles nach Shinras Plänen, was? Ich wiederhole. Ja, die Mistkerle manipulieren die Nachrichten nach Lust und Laune. Und zur Kommandobrücke abführen. Nicht mehr lange. Ja, wir haben da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ein Exempel statuieren? Ha! Wir werden den Robo zerlegen, auf das Shinra sich in Grund und Boden schämt. Ja, machen wir. Eindringlinge sofort festnehmen. So, ja, die Kämpfe noch ein bisschen lauter, ja, vor allen Dingen lauter, leiser natürlich. Soundeffekte, dann stellen wir die mal auf 2 vielleicht runter. Halt, nein. Nicht zurücksetzen, so. Gut. Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommandobrücke abführen. Ich wiederhole. Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommandobrücke abführen. Da haben wir aber auch noch ein Wörtchen mitzureden. So einfach lassen wir uns nicht festnehmen. Liefert das umgehend ab. Der Stabschef wartet nicht gern. Fracht verladen. Ebene B8, Transport starten. Okay, sind bereit. Alarm! Festnehmen! Alarm! Alarm! All diejenigen, die wissen, ob was das eine Anspielung war, sie können ja mal eine einzelne Chat schreiben. Weil ich glaube, dass das keiner hier kennen wird. Das ist vielleicht ein bisschen zu speziell. Aber mal gucken, ob es jemand kennt. So, dann lasst uns mal gucken, was die Kerle hier getrieben haben. Barrett, Cloud, seht mal! Sie befördern die Komponenten des Roboters über ein Liftsystem. Gut zu wissen. Dann lasst uns mal dazwischen funken. Die Fracht könnte zum Beispiel verschwinden. Wie willst du das anstellen? Mit dem Steuerpult des Lifts. Meinst du vielleicht das hier? Ah, ja, eventuell vielleicht. Lässt sich der Lift bedienen? Mit einer Schlüsselkarte. Sucht alles ab! Ja gut, dann wollen wir doch mal schauen. Da guckt Tifa schon. Um Hören kenne ich es, aber ich wüsste jetzt nicht genau woher, ja? Auch an diejenigen, die es jetzt dann vielleicht auf YouTube nachschauen, falls ihr es wisst, schreibt es doch mal in die Kommentare. So, Schlüsselkarte. Ja. Sauber! Dieser Heidegger wird sich noch umgucken. Sehr schön, läuft doch gerade alles relativ gut. Hier steht was von M-Einheit. Ist das eine Komponente von ihm? Ja. Eine Booster-Einheit, die mit Materialösung befüllt ist. Kannst du was drehen? Ich lenke den Lift zur Entsorgungsstation um. Okay, Entsorgung von M-Einheiten. Wenn M-Einheiten entsorgt werden, können für den Airbuster vorgesehene Gegenstände erbeutet werden. Dies hat zwar keinen direkten Einfluss auf seine Kampffähigkeiten, aber mit den Gegenständen kannst du natürlich deine Reserven auffrischen. Überlege dir gut, welche Bestandteile du entsorgst. Oh. Ich hasse sowas. Da muss ich immer überlegen. Und ich hasse es, in Spiel zu überlegen. Ich will einfach nur planlos vor mich hinzocken. Es sei denn, ich spiele ein Point-and-Click. Tolles Gefühl. Klappt ja prima. Okay, weiter geht's.
da hinten. Scheinbar. Ob die uns jetzt gerade wohl auch beobachten? Du hast Heidegger gehört. Live-Übertragung. Das können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Grinst einfach nett in die Kameras. Lächeln und winken, Jungs. Lächeln und winken. Wie bei den Pinguinen von Madagaskar. Das war's. Bis hier und nicht weiter. Oh, guck, Materia-Stufe aufgestiegen. Tiefer. Genug. Nichts überstürzt. Überlass das mir. Jetzt hab ich ihr das Sagen. Das war's. So. Das war's. Kalt wie eine Maschine. Wir müssen echt mal gucken. Wenn wir nochmal die Möglichkeit haben, uns auszuruhen, dann sollten wir das, denke ich, auf jeden Fall nochmal tun. Wo und wie und wie geht's jetzt hier weiter? Weiter runter nehme ich an. Und davon, wo sind wir gekommen? Nee, von hier sind wir gekommen. Hi Huxley, du siehst mich doch heute gar nicht. Wo müssen wir denn? Ja, das sieht so aus, als ob wir hier richtig wären. Thank you.